Die Hütte des Waldläufers. Also, was haben wir? Hier waren wir drin. Wir können in die beiden Gebäude. Das Gebäude ist besonders markiert. Das ist auch wichtig. Hütte des Totengräbers. Also gehen wir erstmal hier rein. Da oben müssen wir so ein bisschen umsehen. Hier rein, dann in den Schrein vom Wauken, dann den pfeifenden Galgen und dann das Haus des Stellmachers und dann den Totengräber als letztes. Außer wir müssen ins Haus des Fallenstellers hinein. So, da ist Weiter. Emmerich. Emmerich, Habicht. Seid gegrüßt, Trainer. Was kann ich für euch tun? Ja, ihr seid also Emmerich. Wir haben schon viel von euch gehört. Da habt ihr mir etwas voraus. Ich weiß gar nichts von euch. Erzählt, was schlägt eine gut bewaffnete Gruppe Abenteurer hier nach Einsamwald? Wir sind hier, um einen Krieg zwischen den Barbaren und den Zehnstädten zu verhindern. Wir brauchen ein paar Informationen. Könntet ihr uns vielleicht ein paar Fragen beantworten? Ich habe gehört, ihr seid Bogenmacher vom Beruf. Wir möchten eure Waren ansehen. Das ist unsere Angelegenheit. Lebt wohl. Nehmen wir mal wirklich das Erste und sagen es ihm offen. Verstehe, keine leichte Aufgabe, selbst für eine offensichtlich erfahrene Gruppe wie die eure. Euer Ziel ehrt euch. Falls ich euch irgendwie hilfreich sein kann, braucht ihr mich nur zu fragen. Vielleicht könnt ihr uns ein paar Fragen beantworten. Was möchtet ihr wissen? Was könnt ihr mir über die Bedrohung durch die Barbaren sagen? Seit ungefähr einer Woche werden immer wieder Barbarenhorden gesichtet, die südwärts Richtung Zehnstädte ziehen. Und es ist so spät im Jahr, als dass sie den nach Süden wandernden Rentieren folgen können. Ich fürchte, dass ihre Anwesenheit in dieser Gegend nur eins bedeuten kann: Krieg. Wir haben gehört, dass diese Barbaren ein Lager in der Nähe aufgeschlagen haben. Wisst ihr, wo es ist? Mir ist aufgefallen, dass er am Ostrand des Waldes in den letzten Tagen ungewöhnlich ruhig war. Fast so, als ob die Tiere durch irgendetwas verscheucht wurden. Wenn es dort draußen ein Barbarenlager gibt, dann liegt es wahrscheinlich irgendwo am Ostrand des Waldes. Möglicherweise liegt es verborgen auf den Felsvorsprüngen von Bremens Schneise. Verstehe, ich möchte euch noch etwas anderes fragen. Wir wüssten gerne mehr über die Stadt Einsamwald. Tut mir leid, aber Klatsch bekomme ich kaum mit. Ich verbringe die meiste Zeit außerhalb der Stadt und kümmere mich um den Wald. Ihr seid also eine Art Hüter des Waldes? Das war ich vielleicht mal für einen solchen Hüter? Ich war vielleicht mal für einen solchen Posten geeignet, bevor ich die Gunst des Waldvaters verlor. Doch ohne seinen Segen bin ich nur ein ganz normaler Mann, der im Schatten des Waldes lebt. Wer ist der Waldvater? Der Waldvater ist der ewige Hüter des Waldes. Er ist der Gott der wilden und ungezähmten Natur von ganz Ferun. Die Priester und Druiden der Reiche nennen ihn Silvanus. Doch er hat viele Namen. Warum habt ihr seine Gunst verloren? Seit die drei Brüder, die in der Stadt sind, hat es mit den Fallenstellen im Wald überhand genommen. Trotz aller Anstrengungen ist es mir nicht gelungen, sie zu stoppen. Jetzt bestraft mich der Waldvater für mein Versagen. Wir haben mit dem gefallenen Waldläufer Emmerich Habicht gesprochen. Er erzählte uns von seiner Begegnung mit einem großen weißen Wolf im Wald und dass er glaubt, der Waldvater bestraft ihn für seine Unzulänglichkeit. Anscheinend glaubt er, dass er den Gott der Natur erzürnt hat, weil er die drei Brüder in der Stadt nicht davon abhalten konnte, so viele Weiden aufzustellen. Wie kommt ihr darauf? Vor 3 Tagen bin ich auf einem Streifzug durch den Wald auf einen großen weißen Wolf gestoßen. Solche Tiere sind sehr selten und werden von einigen als heilige Beschützer des Waldes bezeichnet. Haben wir nicht erst vor kurzem im Würmzahngletscher einen Haufen Winterwölfe getötet? Tülülü. Ich mich versah, hatte mich der Wolf schon angefallen. Ich habe verzweifelt versucht zu entkommen, doch die Bestie war unerbitterlich in ihrer Wut. Bevor ich reagieren konnte, hatte sie sich auf mich gestürzt und mir ihre Zähne tief in den unbedeckten Hals gerammt. Au. Was ist dann passiert? Das Gewicht des massigen Wolfs hat mich zu Boden gedrückt, aber irgendwie bekam ich meinen linken Arm so weit frei, dass ich den Dolch aus meinem Stiefel ziehen konnte. Als die Bestie ihren kräftigen Kiefer um meinen Hals zu schließen begann, stieß ich ihr den Dolch in den Bauch. Habt ihr ihn getötet? Nein, aber es hat gereicht, um mir das Leben zu retten. Die verletzte Bestie ließ von mir ab, flüchtete im Wald und ließ mich kaum noch bei Bewusstsein in einer Blutlache zurück. Ich sollte an jedem Tag sterben, das weiß ich jetzt. Der Wolf war die Verkörperung der Rache des Waldvaters. Dass ich überlebt habe, hat seinen Zorn nur noch vergrößert.
Derweil bestraft er mich, indem er mir seinen Segen versagt. Ich verstehe, ich möchte euch noch etwas fragen. Ja, da können wir ihn nochmal über den Wolf ausfragen. Ja, wenn ich es mir so recht überlege, würde ich gerne einen Blick auf euer Warnangebot werfen. So, sag mir bitte, du hast einen Munitionsgürtel schon mal. Das hilft schon mal. Alles andere ist normales Zeug, was uns nichts bringt. Okay. Also. Ihr beide seid voll. Ja, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen schummeln. Und ja, ich weiß, ich hätte noch die Abzeichen rauswerfen können. Für mehr Munition. So, damit haben wir schon halt die Munition wieder einsortiert. Als nächstes sind dann noch die Tränke und andere Sachen dran. Dein Befehl? Sofort! Sofort! Gut, als nächstes der Vaukentempel. Vauken ist normalerweise der Gott der Händler und so weiter. Also haben wir vielleicht Glück und finden hier drin tolle Sachen. Quinn Silberfinger, dadurch klingt es ja gerade nicht sehr vertrauenswürdig. Willkommen Reisende in der goldenen Baude, dem Schrein vom Vauken. Ich bin Großsindar Quinn Silberfinger, aber meine Freunde nennen mich einfach Quinn. Was kann ich für euch an diesem schönen kalten Tag tun? Was macht ihr hier? Nun, ich mache, was alle guten Priester des Vaukens tun. Ich unterhalte Beziehungen zu den Handwerkern in der Stadt, überwache den Handel und unterstütze aufstrebende Geschäfte. Ist Eiswindtal nicht ein seltsamer Ort für einen Tempel des Vauken? Das Eiswindtal ist einer der abgelegensten Orte im Ferun. Ich sah es als meine Herausforderung und Pflicht, an Handel und Wirtschaft an diesem Ort zu bringen. Ich denke, diese Einöde wird eine goldene Zukunft haben. Ich habe mit dem Böttcher Tybalt Dun gesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass sein Geschäft etwas Unterstützung brauchen könnte. Ah, Tybalt Dun. Ja, ich wollte mit ihm sprechen. Ich habe gehört, dass Targos im Süden plant, seinen Handel auszuweiten. Da könnten sie bestimmt geschickte Böttcher brauchen. Den Rat würde er sich zu schätzen wissen. Bevor ich gehe, könnt ihr mich heilen? Also ja, wir können bei ihm... Wow, schöne Sachen kaufen. Baukens Verteidiger, Lederrüstung. Edelsteintasche. Schriftrollenbehälter. Tranktasche. Öl der zweiten Chance. Gar nicht mal so schlecht, das Zeug. Kraftkugeln. Ja gut, was Munition angeht, das werden wir dann eh beim Waldläufer kaufen müssen. So, das heißt, Ring kann da rein. Ganzen Schriftrollen. Wir können erstmal da rein. Ja.
So. Wer hat noch Schriftrollen? Du. Und du hast auch noch ein paar. So, wie sieht es mit Tränken aus? Tränke sind hauptsächlich bei dir gelandet. Vierundzwanzig Tränke durch drei geteilt. Müssten jeweils acht sein. Das kann ich mal da hoch. Wenn man sich fast schon fragen, ob sie nicht auch einen Schriftrollenbehälter brauchen könnte für Klerikerzauber. Gut. Trank zu dir hoch mal. Okay, jetzt ist der Behälter voll. Ja, Wendigkeitstränke können bei dir bleiben. Warum auch immer ich Dussel die Heldentränke jetzt da reingestopft habe. Ach, die müssen ganz unten sein. So, dann verteilen wir mal konzentrierten Heiltränke erstmal wieder. Gut, dann bist du ausgerüstet. Was können wir dir denn Gutes geben? Abwehrtränke, nee. Unverwundbarkeitstränke, nee. Magiewiderstandstränke auch nicht unbedingt. Unverwundbarkeit. Waren hier oben nicht Unverwundbarkeitstränke? Oder habe ich mich verguckt? Abwehrtränke. Das ist geil. Ich habe Thermen Beldea versprochen, seinen Sohn aus dem Tempel von Ambali in der Nähe der Docks zu retten. Ich finde Thermen in einem Haus gleich nördlich vom Haus der Wunder. Das ist Text aus Baldur's Gate 1. Das ist nämlich eine Quest aus Baldur's Gate 1. Das ist auf jeden Fall den mal raus, weil der ist im Eimer, der Unverwundbarkeitstrank. Die auf jeden Fall mal raus. Trank der Lebenskraft, der kann raus. Steinriesenstärke, Sturmriesenstärke. Hügelriesenstärke.
Ihr habt eh einen Stärke-Boost, dann kriegst du die Riesenstärke-Tränke und die Lebenskraft-Tränke. Das Schuppenöl kommt zu dir. Der dann wird verkauft. So. Dann kriegst du die Tranktasche wieder und wir haben ein bisschen Ordnung wiederherstellen können. Na, den kriegst du noch mal.